Schädelmonumente. Hier ist Trollfutter. Moskitolarven. Ah ja, okay. Au. Hoppla, jetzt bin ich eben gerade mit der Maus aus dem Bildschirm gefahren. So, ordentlich mal hier Moskitos den Gar ausmachen. So, und da ist ein Champ, den folgen wir mal still und heimlich, vielleicht. Okay, der läuft weiter. So. Was können wir denn noch hier tun? Wir können Trollfutter auslegen. Da gibt es Warnzeichen. Also gibt es genügend zu tun. Okay. Trollfutter, Warnzeichen. Da oben gibt es auch noch was. Huch, wo sind meine... Wo sind die hin? Wieso sind die da hinten? Ach, die legen sich da mit dem komischen Insekt da an. So, das Ding ist repariert. Den Troll-Trophäenspeer auch weg. Ja, und das war's schon. Super. Das geht ja wie am Schnürchen hier. So, da unten haben wir noch eine weitere Wegmarke. Gibt es hier nicht jede Menge... Ach, hier, Frösche. So, Fauna-Gedöns, das ist immer ganz praktisch hier. In dem Dschungel gibt es so viele Moskitos und Frösche und Mücken und was weiß ich, dass man hier relativ schnell diesen Erfolg bekommt. Da sind noch welche. Mein Ziel an. Ja, genau. Funkenschwärmer auch weg. So, wir haben jetzt schon alle Wegmarken einkassiert. Was fehlt denn eigentlich noch? Mal schauen. Wir brauchen noch einige Herzenaufgaben. Wo sollen denn noch Herzenaufgaben sein? 13 von 8, hier ist noch eine, okay. Und 14 von 20. Alles klar. Gut, dann werde ich jetzt gerade mal hier mich kurz nebendran stellen. Das Telefon klingelt. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich und tschüss. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Mal gucken, wo wollen wir denn das noch hin? Wir haben hier noch ein paar ein paar Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ich sehe die gerade gar nicht. Wo sind die denn? Da ist zumindest eine. Laufen wir erstmal dahin. Dann gucken wir mal, ob es da irgendwas gibt, was wir verpasst haben. Moment, da ist eine. Ich hasse diesen Posten. Wir sind mitten im Nirgendwo. Da ist. Ah, okay, da ist noch eine. Ach, guck mal an, hier, die gesamte linke Seite noch, die fehlt. Und zwar wir. Wir machen die Straßen sicher. Okay, dann würde ich doch mal sagen. Mal schauen. 1, 2. Okay, würde ich sagen, erstmal irgendwo in die Nähe porten, dass wir auf jeden Fall in der Nähe der Aufgabe sind. Und in der Nähe der Sehenswürdigkeit. So. Das Event lassen wir jetzt mal sein. Mal gucken, was wir denn jetzt hier hinten noch tun müssen. Helft dem Lautlosen, mit dem Albtraumhof fertig zu werden. Repariert die Fischernetze und Fallen, dezimiert die Wellenreiter, helft den Tauchern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofes ab. Okay. Beginnen wir mal hier mit einer simplen Krebsfalle. Wow. So, was ist denn das hier? Rasender Wellenreiter. Da kann man jetzt reparieren. Ja, okay.
So, da ist ein Taucher, den hat es irgendwie zerlegt. So, was haben wir noch hier? Da sind noch ein paar Wellenreiter. So, noch mehr Krebsfallen. Ja, die Kammskalle mit ihrem ständigen Regenerieren. So, noch ein Fischernetz, was repariert werden kann. Was haben wir hier oben? Da haben wir noch Krebsfallen. Ein paar zumindest. So. Zack. Da ist noch ein Krebs. Und nochmal ein Fischernetz und eine Krebsfalle. Also hier gibt es genügend. So. Und da haben wir es auch schon 100%. Also zumindest für diese Herzenaufgabe. So. Und jetzt nicht vergessen, bevor wir hier weitergehen, dass wir auf jeden Fall die Sehenswürdigkeit hier mitnehmen. So. Die Insel des trauernden Steins. Alles klaro. Da oben, genau, da war noch eins gewesen. Sieht man kaum. Was ist denn da hinten bloß? Bin ich hier richtig? Ja. Auf vollem Kurs. Da sehe ich ein ramponiertes Tagebuch. Und Jono, der hier lebt. Naulskopfzuflucht. Aha. Was steht denn da drin? Die Überreste eines verwitterten Tagebuchs liegen verlassen im Gras. Die wenigen verbleibenden Seiten sind kaum lesbar. Auf dem Buchrücken hat jemand in eleganter Handschrift eine Chronik der Trennung geschrieben. Während des Tages hatte ich bisher wenig Erfolg, aber meine Nächte sind jetzt ruhiger. Meine Träume scheinen mir zu gehören. Ich scheine Fortschritte zu machen. Es wird solch eine Erleichterung sein, wenn mein Geist wieder mir gehört. Ich dachte, ich würde allein ohne die Stimmen der anderen Sylvari in meinem Kopf Angst haben. Aber jetzt kann ich es kaum erwarten. Der Albtraumhof kommt unserem kleinen Dorf immer näher. Wir sind hierher gekommen, um vor den Problemen der anderen Sylvari zu fliehen. Aber sie scheinen selbst bis hierher zu folgen. Wohin können wir gehen, wenn es hier nicht länger sicher ist? Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt irgendwie hier ein Event nochmal gekriegt. 2000 Erfahrungspunkte. Nehmen wir gerne mit. So, und halten uns mal hier komplett südlich. Da gibt es noch einen Aussichtspunkt. Sowie eine Sehenswürdigkeit. Und dann wird es auch schon wieder eng. Eine fehlt noch jeweils. Und zwei Fertigkeitspunkte. Mal gucken, wo wir die bekommen. So, hier ist noch so ein Vor. Oder so ein Wachposten oder sowas ähnliches. Huch, wieso hänge ich denn hier an der Blume fest? Ja, komm, Kitty Cat, leg dich mal schlafen. Ab ins Körbchen. So, das ist die Bucht Freistadt. Da gibt's hier. Was ist das hier? Tja. Wieder eine Freistadt, kein Vor. Ich sage immer, es wäre ein Vor. Es ist eine Freistadt, ein kleiner Ort. Ein größerer Wachposten eigentlich. Da wohnt ja niemand als solches, bis auf die Wachleute selbst. So, 7 von 8.
Da ist schon eine Herzenaufgabe. Und da. Das darf man nicht vergessen. So. Gehen wir zuerst dahin? Ja, gehen wir zuerst dahin. Das macht vielleicht mehr Sinn. So, hier nicht abstürzen oder so. Helft Erntearbeiter Mavet dabei, die Tang-Ernte zu organisieren. Helft Lavendel zu sammeln, Sandhaufen zu durchsuchen, Vogelscheuchen zu bauen, gezähmte Siamots zu füttern und Erntearbeiter zu beschützen. Jo. Bumm, alles klar, die kann man auch besiegen, sehr praktisch. So, hier haben wir Sandhaufen. Da brauchen wir eine Schaufel dafür. Und Lavendel haben wir hier. So. Mir macht das hier mehr Spaß als das Sammeln von irgendwelchen Zeugs. Kloppen und Erfahrungspunkte.